Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Liberation. Ja, ich habe den Namen vergessen. Spanier, Franzosen, ich bin mir nicht sicher. Den haben wir gerade erstmal ausgelüftet. So, natürlich hat er uns gesagt, dass das ein sinnloser Mord ist und dass er nicht der Company Man ist. So, jetzt flüchten wir mal dieser Veranstaltung hier. Erkundigen uns mal über seine Ausrede. Madeleine, Aveline, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa! Nein. Ach Gott, jetzt ist Lady auch noch gestorben. War jetzt anders. Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. So, wohin jetzt? Oh, ein Schatz. Was haben wir denn da drin? Money? 750. Wer lässt das hier liegen? Das Geld fehlt immer noch auf der Straße. Wenn ihr einer mal, ich sag jetzt mal, 750 Euro in irgendeine Ecke legen würde. Ja, da wird sich das lohnen. Ich denn jetzt? Was ist das denn hier? Ist das hier das Haus, dieses Anwesen oder? Ah, das hier. Obwohl der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm nun dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor. Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Company Man vielleicht demaskieren könnte. Bitte. Geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Connor? Connor Kenway? New York. Mal sehen, wie es da ausgesehen hat in dem Zeitalter. Nun ja. Das ist New York, na gut. Connor? Connor! Ich bin Aveline de Grandpré, dein Bruder aus New Orleans. Ja, Achilles sagte, du würdest kommen. Ich suche einen Loyalisten, Officer Davidson, aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das Regiment ist hier durchgezogen. Sieh dir nur all die Zerstörung an. Ihre Spur führt hier lang. Wir folgen ihnen unauffällig. Hier drüben. Durch die Bäume. Eine Falle. Folge du der Wache. Ich halte diese Männer auf. Ich soll dich also schnappen. Ja gut. Geht's jetzt gleich an den Kragen. Gleich habe ich dich. Lass mich los! Wenn du leben willst, sprich. Wo ist Davidson? Wer? Komm schon, letzte Chance. Er ist im Vor. Viel zu leicht. Warum genau nennt ihr euch noch gleich Loyalisten? Loyalität ist leichter im Schutz eines Forts, als draußen im Schnee mit einem Messer am Hals. Lauf heim, los. Und lass dich nie wieder blicken. Du würdest es sicher bereuen. Ja, Ma'am. Zum Vor! Ach Gott, ja gut. Wir klettern. Ich
Hier kann ich auch hochklettern, ja schön. Der Wasserfalle noch. Ja, das war ziemlich knapp. Als wenn Connor hier ohne meine Hilfe am Verrecken ist. Uiuiuiuiui. Reiche die Brücke. Ach, jetzt will der auch noch kämpfen, oder was? Wenn wir sofort durch, ihr beiden kriegt sie erstmal. Ein Irrer schwingt ja das Ding da durch die Luft. Jetzt sehe ich einen Scheitel. Jetzt schlägt er mich auch noch. Rückmark durch. So, Ruhe hier. Flinte mitnehmen? Ne. So, die Brücke haben wir erreicht. Was ist auf der anderen Seite? Die Brücke ist kaputt. Liebe Scheiße. Kommst du darüber? Locker. Upsala. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was ich jetzt machen sollte. Ich habe gedacht, er würde die Peitsche benutzen. Natürlich nicht gemacht. So, was habe ich vergessen? Woran habe ich jetzt nicht gedacht? Kommst du darüber? Locker. So, was habe ich nicht gesehen? Da haben wir es doch. So. Also ich bin drüben. Falls er das meint. So, irgendwie ist das Fail. Vielleicht noch gebrochen. Hol die Peitsche. Komm her, Ben. Weiter geht's. Findest du einen Weg rein? Ich gehe außen rum und lenke sie ab.
euch gar nicht kommen sehen. Würde ich an eurer Stelle sein lassen. Hat er sie gekriegt, alter Schwede. Willst du denn frech werden? Kriegst du sie. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Buchte ihn nochmal ein, das sah so cool aus. Gekriegt. Dass er nicht mal stehen bleibt, wenn er die Axt abkriegt. Andere Leute bescheißen sich. Wie soll ich denn da drüber kommen? Okay. Die ist doch nicht so gut. Wie komme ich da rüber? Muss ich da irgendwie hochklettern können? Das ist nur Kulisse. So, das könnte mir ein bisschen weiterhelfen. Kann ich hoch? Immer noch nicht. Und diese kleinen Äste. Wo kann ich denn aufklettern und rüberspringen? Das soll doch eigentlich das hier sein. Aber warum komme ich da nicht hoch? Ich muss irgendwas übersehen haben. Das wird hier wohl sein. Oder auch nicht. Was ist dieser Stein? Ich muss hier oben irgendwas machen. Jawohl. Jungs. Zack, ist geritzt. Total schwer bewacht hier. Upsala, irgendeiner hat mich jetzt wieder gesehen. Komm mal hochgeklettert. Was? Oh nein, hast du Höhenangst oder was? Bataillon. Betrete den Wachturm. Oh, das endet in der großen Schlägerei, ich sehe das schon kommen. Jawohl, durchgeglitscht. Weg, weg, den Ritzen. Irgend so ein Spinner dabei, der natürlich ordentlich ausholen möchte. Der macht Rede, wenn dich da einer trifft, kannst du dich begraben gehen. Was? George? Bist du das? Officer Davidson. Würdest du mir bitte den Respekt erweisen, der mir zusteht? Du kämpfst für die Briten? Du arbeitest für meinen Feind, der dich versklavte? Das stinkt zum Himmel! Ha! Die Loyalisten versprachen mir die Freiheit. Dafür kämpfe ich und werde auch gewinnen. Unterdessen sind die Armen und Sklaven ihre Opfer in New Orleans. Und du spielst den Helden in New York. Wem dienst du denn? Und hältst du dich tatsächlich für frei? Nächstenliebe beginnt bei sich selbst, Miss Avelin. Ah!
Alter Schwede. Schwer in die Gedanken rumgefuscht. Ich kann dir nicht ausweichen. So, jetzt bist du fällig. Eine Ohrfeige, ich liege, super. Wenn ich es gezielt mache, kann ich ihn sofort außer Gefecht setzen. Läuft. Den habe ich doch gespalten. Wie kann er noch weglaufen? Ja gut, dann verschwinden wir einfach mal. Ja. Wo lang jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Jetzt bringt die auch noch da runter, ja super. Ne, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich kann mir in der Zeit mal so einen kleinen Überblick verschaffen, was ich hier machen muss. Durch die Tür komme ich ja nicht, so wie es aussieht. Ah. So, bis da oben kommen wir schon mal. Vollgas. Ist doch nicht. Der hoch da. Haben die aber auch scheiße gemacht, das Level. Irgendwie versuchen, da hochzukommen, auf die obere Etappe. Sollte das klappen. Was ist denn da los? Warum geht das nicht? Ah, jetzt geht's. Weglaufen ist nicht. Gucken wir doch mal, ob du dir hoffentlich beide Beine gebrochen hast. Bist du der Company Man? Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Nun, im Tod, findest du Freiheit. Du spottest, meiner. Ich wählte mein Schicksal. Das ist wahre Freiheit. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Ich... Wer ist der Company Man? Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Wer ist das denn? Hast du gefunden, was du suchtest? Ja. Und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir stets sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft angeht? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Es ist die Ankunft, die mich sorgt. Dann bist du auf dem rechten Weg. Was jetzt? Noch wird nichts angezeigt. Doch, jetzt geht's weiter. Das
So, ich soll die Augen aufmachen. Wer ist denn der Company Man? Uppala. Wollte ich nicht, tut mir leid. Stell dich wieder hin. So, ein gezielter Stoß. Und schon gehst du schwimmen. Ich frage mich eigentlich, warum die direkt untergeht. Können die nicht schwimmen oder wollen die nicht? Runter, los. Runter. Endlich. Und. Er bleibt liegen. Schade. So, meine Freunde. Leider endet unsere Forschung auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Liberation. Es bleibt spannend. Bis morgen.